Los, denke, okay. das weiß ich nicht. Okay, jetzt haben wir aber auch genug geschnackt hier und jetzt geht's zu dem ersten Track. Raus aus dem Pool und rein geht es mit Repos. Repos mit Gegen den habe ich gerade eben gespielt, der hat mir so den Arsch versohlt. Ja, wie gesagt, also, ja, du sagtest ja so 400 Stunden Spielzeit, das ist schon ganz solide. Ich glaube, Moritz ist ja mit seinen 2.000, 3.000 Stunden mittlerweile dabei. Und der spielt das Spiel im Moment nicht mehr allzu viel, aber der hat so viel gespielt, dass es einfach. Der ist einfach. Vor allem mit Joker. Safari wissen wir aber auch in den letzten, Turnieren. Hat sich echt nochmal richtig aufgehört, ey. Entsprechend wird das sehr spannend. Wir sehen jetzt schon. Wow. Oh, stellt die Situation hier. Und Arsene ist ausgelaufen. Das heißt, jetzt wird es schwieriger zu finishen. Ja. Ansatzweise üben. Hier sieht aber nochmal ganz gut aus für Safari. Da geht der Nachtmodus an. Danke dafür. Und jetzt hier Center Stage. Das funktioniert hier auch ganz gut. Selbstsituation jetzt. Was sind die Smash, also was sind die Launch Power Attacks von Pit? Was meinst du damit? Ja, welche Attacks hat der, die halt einen gut launchen soll? Achso, so. Kill, ja genau. Also Pit hat, würde ich behaupten, ich kenne Pit nicht besonders gut, aber ich würde behaupten, er hat gute Aerials, aber... Sehr gut. Repos holt hier das erste Stock. Und das ganz ohne Asen. Das ohne Asen, ja, 100% dann schon gereicht. Aber hier ist der Backer und wir sind wieder liegen. Ja, also die Aerials sind allgemein sehr gut zum Combo. Und dann würde ich sagen, er killt auch, Backer stark. Solche Sachen, ne? Ich hätte mich jetzt auch nicht besonders gut, oder? Kann man nicht zum Chat nochmal Tipps geben. Das ist gerade, den sehen wir gar nicht mehr. Naja. Ja, und... Oh, shit. Na, da sieht man ja mit den Aerials tatsächlich. Allgemein, glaube ich, krasse Aerials. Und seine Smashes sieht auch ziemlich gut aus. Was? Schnell. Was ist der Unterschied zwischen Dark Pit und Regular Pit? Dark Pit ist ein bisschen anders. Okay. Ich glaube, das ist ein plusartiger Unterschied. Oh, gutes Follow-up. Schön. Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Da muss ich auch ein bisschen verbauen. Lass mich schon mal gut haben, dass ich hier da. Diese Shots können. Situation. Oh, und Moritz hier ein bisschen zu tief. Regus. Der lädt jetzt doch. Passt von alleine. Diese Shots können auch das Trampolin von Pac-Man anscheinend wegschießen. Mhm, kann sein. Dann kannst du die Recovery blocken, das habe ich vorhin gelernt. Ah, okay. Das ist das war ganz schön bitter. Ja, Joker natürlich. Allgemein. Und schnell auch. Oh, nice. Schöner Smash mit Ascent natürlich, da verabschiedet man sich schnell. Sauberer Reed, also. Boah, aber kann er jetzt noch zurückkommen? Das macht auch so gut, solche Harfen einfach. Das ist ein wichtiger Stock gewesen für Moritz, aber. Oh, nein, komm! Ja. Oh, okay. Da war er zu weit weg, zu weit unten. Ich dachte, er kommt da gerade noch davon. Dass er näher ausweicht, aber. Das hat leider nicht gereicht. Hätte ich nicht gedacht, dass es gerade so doch gar nicht so mega unknapp war. Mm. Ja. Ja, das waren einfach zwei ärgerliche Stocks für Moritz, für Repos. Die letzten beiden, also... Hätte er was da machen können in der Situation? Schwierig. Weil er schon so weit offstage war, er hätte halt komplett reingehen können und dann wäre er auch noch rangekommen, aber das hat Safari Wisserin halt gecovert, dadurch, dass sie mit der Nair halt approached hat. Und dann musste Repos da einfach so ein bisschen rausdriften und ist dann nicht mehr rangekommen. Ne? Aber halt so ist auch so schwer gegen Pit in Aerial Combat zu gewinnen, weil der kann ja auch von überall recovern. Auf jeden Fall. Und Jokers Recovery ist dann natürlich ohne Ascent auch nicht mehr so stark. Wie heißt das eigentlich? Ascent? Ascent? Oder ist es genau? Ascent.
oder Ascent. Okay. Oder Ascent. Oder Ascent. Ascent. Oder Croissant. Oder Julien Ascent. Okay, wir gehen ins nächste Match. Direkt schon auf den 52% hoch. Okay, jetzt ist der erste First Blood bei Repo. Repus. Super. Immer noch mit Ru, bitte. Repus! Und das erste Match hier ging an Frage. Das ist nicht ganz so deutlich, aber Moritz bzw. Repus muss aufpassen, dass er hier. Oh! Oh, oh, das war sehr gut. Combo Ascent ist da jetzt. Sehr, sehr geduldig. Jetzt mal sehen, wie der Reiner, ne? Einmal über die ganze Stage. Oh, und da kommt die Recovery. Der Beat war nicht ganz da. Up Air. Gefährlich. Ascent ist immer noch da. Du warst gleich gone. Der scored das jetzt aus und da ist es. Da ist es auch schon weg. Also Pit, der hält das schon ziemlich gut aus. Der lässt sich da auch nicht erwischen. Der lässt sich da auch nicht festmalen. Ne? Ja, hat sich gut gemacht. Ja, das ist es. Und wir sehen den ersten Stock drüben nach anderthalb Minuten. Moin. Das ist natürlich Damage. Oh, Crackdown. Da ist er. Smash, sehr da schön. Ist er. Wichtiger Stock. Und Ascent lädt sich auf. Ich will dann hin. Wir eine Kombo sehen und dann. Das kannst du auf jeden Fall zumindest mal wieder üben. Aber wir werden hier sehen. Es lohnt es sich, Ascent schon bei 1% zu zünden? Was meinst du mit Zünden? Ich glaube, dass du gar kein Match brauchst, oder? Achso, das passiert also automatisch? Okay, ich habe Blowhandy gespielt. Entweder den Counter. Wenn das Counter ist, dann lädt sich das auf, und sonst einfach durch jetzt die Zeit. Glaube ich. Vielleicht doch nicht. Absolut, absolut gnadenlos. Moritz macht das hier schon ganz gut. Schöner Job. Und Ascent ist da. Und schafft das? Schafft das noch? Und jetzt brauchen wir einen Redragdown. Oh. Oh. Der Whiff. Oh, und der Punish. Oh, Safari. Da kommt der Upthrow. Und der killt dann auch bei dem Prozent. Safari, das Ding ist hier. Das Match ist sehr dominant so far. Oh, der schön, Punish ist auch immer direkter. Oh, aber hier kommt der Dragdown into Up Smash auf der Plattform. Sauber, starke Comebacks, die Repus hier hinlegt. Aber bleibt auch immer ein Stück hinten. Das kann er sich jetzt bei dem Stock nicht leisten. Das ist bewusst. Come on! Oh, der Reed war da. Repus! Super! Schöner Grab, richtig. Attack Roll Reed. Aber Ascent ist immer noch da. Macht Damage. Au! Oh. Und das muss ein Punish sein. Schöne Back Air. Au! Oh. Okay, Dash Attack. Das fühlt sich fast hinten an hier. Der Fari bis dahin jetzt aber vielleicht ein Vorteil. Ey, also ich glaube, ohne Ascent ist Pit noch nicht in Kill Range. Es sei denn, er landet jetzt ein richtig juicy Combo. Sehr drauf an. Oh, aber schöner Jump Read hier. Vielleicht kann Moritz was machen hier aus der Situation an der Ecke. Okay. Oh! Oh, verpasst das Edge Guarding. Und ist selber in der Situation und hier ist der F-Tilt. Und der F-Tilt macht das Ding. Sauber. War nochmal richtig nice. Letzter Stock war nochmal richtig nice. Krass gespielt. Richtig gut. Gut gemacht von Safari-Wisserin. Ärgerlich natürlich für Moritz, für Repus. Der muss jetzt hier ein bisschen auftreten. Würde ich sagen. Ja, das war jetzt Winners Bracket, ne? Das heißt, er hat jetzt gleich noch eine Chance, zurückzukommen. Und hoffen wir mal, dass das dann ein Rematch gibt. Weil das sind immer die geilsten. Ich würde mich freuen, hier nochmal in ein 2-2 oder so zu gehen. Das ist natürlich dann immer nochmal Hype. Aber okay. Es sei dem besseren Spieler gegönnt. Also Safari-Wisserin spielt hier
sehr solide runter, das Neutral auch. Schönes Combo-Game. Aber hier ist noch nichts entschieden. Oh, es geht weiter. Achso, war Best of 5 deswegen. Ja, ja, okay, ja. Best of 5. Im Übrigen auch schon in den Pools Best of 5 gewesen. Und, boah, was, ich hatte die Singles Games noch nicht gesehen. Das war's. Oh mein Gott. Aua. Aua. Der Gimp hat gereicht, einfach hat gereicht. Boah, und jetzt muss, das ist natürlich ärgerlich, wie er reden muss. Aber wir sehen hier eine schöne Combo. Kann er was daraus machen? Schöne Back Air. Edge Guarding. Läuft immer noch gut. Wow. Boah, das ist ein Hin und Her bei den beiden jetzt hier. Aber das war natürlich ein krasser erster Stock jetzt für Rikus. Da muss er jetzt aufpassen, dass sein Mindset nicht zu sehr daran verleidet. Muss einfach so wieder jetzt durchspielen, das Ding, und drehen. Das ist jetzt ein krasses Uphill-Battle. Schöne Downer. Der hat wieder mal was nicht. Aber er macht einen guten Druck gerade. Ja. Sieht gut aus. Moritz merkt, wenn Rikus merkt, der muss hier jetzt auch was machen. Der aber muss jetzt hier auch aufdrehen. Der Fahrer jetzt. Fängt jetzt an mit den... Und Ascent ist da. Wenn jetzt der Kill kommt, dann soll das erste Stop nichts heißen. Oh! Boah. Super Armor oder Heavy Armor, was auch immer das ist. Oh! Und der Upsmash! Wichtig! Ja, wichtig für Rikus hier, dieses Stop in dem Moment zu holen. Und jetzt weiter aufholen. Ascent ist gleich wieder weg, aber wir sind noch im Early Percentage. Auf Safari muss er auf Seite. Das heißt, erstmal hier die Combo Games und der Read. Aber das lässt sich nicht machen. Und er sehr gut. Wow, wow. Read. Und Moritz steht auf hier. Er will sich noch nicht so schnell des Users verabschieden. Das Adrenalin kriegt rein. Er hat jetzt Real Life Ascent. Mhm. Der braucht Ascent, wenn er wieder passen kann. Schön macht er das hier. Wieder auf Distanz. Hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen von dem Early Stock, das er verloren hat. Und macht es nochmal richtig spannend hier. In einer Situation. Der ist auch schon so stark. Das ist aber wieder da. So, das heißt, jetzt sind beide auf. Jetzt kann es jederzeit vorbei sein. Backdown-Geschichte jetzt werden, Backdown, Downsmash oder sowas, und dann war es das auch. Upsmash eben. Wow. Eben der Upsmash nach dem Dragon. Wow. Da habe ich noch gecallt. Und somit geht Rikus jetzt in Führung. Wow. Oh. Was für ein Turnaround. Okay. Verrückte Option gerade so high zu recoveren, wurde aber nicht gefangen. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt an der Stelle. Mal gucken, dass er jetzt den Stock gut ausweitet. Oh, okay. Aber, so war es auch schon, ne? Even. Und das ist gegebenenfalls Last Stock Situation für Rikus. Hä? Was ist da passiert? Okay, alles gut, wir sind zurück. Vielleicht ist der letzte Stock jetzt in diesem Set. Wir wollen was sehen. Rikus muss aufdrehen jetzt. Even bisher. Schön. Noch weiter aufdrehen? Er muss weiter aufdrehen. Er muss jetzt das Ding drehen. Aufdrehen und drehen. Und Ascent ist da. Und da muss er jetzt was draus machen. Macht er was draus. Und dann irgendwie in den Combo reingehen. Eine Dragdown-Geschichte oder sowas. Ja, passt schon wieder am Spiel hier. Safari, das soll machen, das Bild. Space Deal. Schöne Kultur. Ja, entkommt dem Passant. Smart gespielt. Oh! Schön, und er dodgt nicht rein, das macht er schlau. In solchen Situationen, da bleibt er patient. Und das ist jetzt wirklich nochmal spannend. Wie geduldig die auch sind. Wo ist das? Oh. Okay, Safari ist dann immer noch sehr defensiv, aber hier. Und das Follow-up mit dem Projektor. Und die Back Air. Oh! Mach da was draus. Oh, kein Read an der Edge Guard. Oh! Okay, 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 neutral. Hard Read mit dem Smash, aber ein bisschen random, kein Punish allerdings. Vielleicht auch ein bisschen Spaghetti hier auf den beiden Seiten. Und aus der Situation mit der Fahrgewisserin. Geht ja schön on stage. Schöne Mix-Ups hier an der Edge von ihr. Oh mein Gott, Leute. Bei über 100%. Vielleicht sehen wir sogar noch mal einen Ascent hier. Der soll ich auch gerade sagen. Das ist halt der Punkt. Der Fahrer darf jetzt auch nicht zu sehr chillen, weil Ascents am Kommen. Das wird richtig gefährlich. Oh! Und die Nair auf Stage-Situation.
Oh Gott. Oh! Richtig super. Boah, cleaner 3-0, aber es war trotzdem, es war echt ein knappes Match. Also es war super. Oh, Leute, mein Herz.